Leute, ich bin's Conny und heute spiele ich das neue Mining Simulator 2 Update. Mit dabei ist Victor, der mir gleich ein paar der neuen Pets zeigen wird. Ich kaufe mir den neuen Season 2 Season Pass mehrfach durch und hatche am Ende noch das Mystery Egg. Viel Spaß mit dem Video. Hier, das ist der neue Mystery Egg V2 Secret. Das ist der... Der ist normal, der ist nicht mal shiny und hat 15.000 Stärke. Das ist mein stärkstes Pet momentan, Anton, der ist nicht mal Level 20. Das ist mein stärkstes Pet. Nein, Anton, weißt du, warum das nicht dein Pet ist? Warum? Weil das hier ist dein Pet, der Lord Shock. Was will ich damit? Das ist nicht der, du wolltest den doch haben. Ja, gib her. Nö, ich will jetzt was, ich nehme dies. Nein, du gibst mir jetzt was dafür. Nee, Du kriegst von mir zwei Drachen. Also, Victor. Ich will OP-Pets. Sofort. Ah, du kriegst einen glühenden Phönix. Ah, ist schon ziemlich kacke, Anton. Ich will ein OP-Pad, habe ich gesagt. Dann nicht. Kein Deal. Also, ich lasse mich doch nicht von dir ausnehmen. Okay, ich mach's für einen glühenden Phönix. Ich wollte schon sagen. Du bist Anton. Hey, glühender Phönix, hallo? Ich habe übrigens den Skin hier. Der ist cool. Glühender Phönix? Ich habe verstanden, du machst es für nix. Achso, nein, für glühenden Phönix. Warte, und zwei Drachen. Phönix und Phönix klingt aber auch ziemlich gleich. Ich muss mir erstmal das Update angucken. Viel von dem Update wird es ja nicht geben, weil an sich ist es ja nur... Doch, du musst 200 Season 2 Crates öffnen, Anton. Das ist voll Bock. Ja, das ist voll Bock. Und Treasure Hunt. Das ist voll Bock. Hab ich schon. Okay, ich guck mir jetzt mal den Season 2 Pass an. Ah, da steht schon so überspringen. Es lächelt mich schon an. Aha. Okay. Aber diesmal bist du vorbereitet, Anton. Diesmal wirst du nicht alles einzeln überspringen. Aber es hat mich angelächelt. Okay, was muss man machen? Chromit sammeln. Das ist nicht viel. Diamant sammeln ist auch nicht viel. Epic Session ist auch nicht viel. Also diese Aufgaben, die Daily sind nicht schwer. Die Weekly sind auch nicht schwer. Also nee, die waren easy. Die habe ich innerhalb von, ich glaube, 20 Minuten geschafft. Ja, das kriegt man ja alles easy hin. Mhm. Aber, okay, was gibt's denn hier im Pass? Hier gibt es das Season 2 Egg. Ist das Season 2 Egg gut? Also lohnt sich das Season 2 Egg? Ja, nee, eigentlich. Und ich sehe halt nicht, ob der Exotic Exarium gut ist. Shattered Soul. Doch, diesen gut tatsächlich. Ich kann die hier nochmal ganz kurz zeigen. Okay, kaufen. Meins. Victor sagt es gut. Nein, Victor sagt es gut. Ich kaufe jetzt. Ich zeig dir die. Beanspruchen. Ja, okay, kauf, aber ich zeig dir. Nein, du zeigst mir gar nichts. Ich kaufe jetzt alles. Das ist jetzt alles meins. Mann! Beanspruchen. Den Rest brauche ich nicht. Erstmal Restart passt. So. Erstmal nicht claim, nur an Reset-Pass machen. Okay, die Shattered Soul ist schlecht. Du hast mich angelogen, Victor. Gut ist für mich über 10.000. Hä? Shattered Soul ist gut. Der Exotic Exarium ist kacke. Der Shattered Soul hat 6.800 in Stufe 1 oder 0. Der ist besser als ein, wie nennt sich das nochmal? Haunted Soul. Der ist auf dem Level wie ein Almighty Flamingo. Das ist mir vollkommen egal. Nee, der ist sogar besser. Stimmt, der ist sogar besser als ein Almighty Flamingo. Nein, ein Almighty Flamingo. Ach so, ein Shiny Almighty Flamingo, ja. Ja, natürlich. Also, mein Qualitätsstandard ist der Shiny Almighty Flamingo Stufe 20. Ja. Und wenn du in Stufe 20 diesen komischen anderen in Shiny machst, hast du ein besseres Pet. Ich hau mir jetzt erstmal einen Glücksboost rein. Ich hab sogar noch Boosts drin. Nee. Egal, ich hau mir trotzdem einen Glücksboost rein. Ein Superluck-Boost? Nein. Doch, und ein paar Ultralack-Boosts, damit die mir auf gar keinen Fall ausgehen. Und dann machen wir jetzt mal ein Season Pass 2 Opening von unten nach oben. Omega-Luck-Boost nehme ich und Season 2 Egg. Gönn. Ein Legendary. Das ist ziemlich groß, der Lord Shock. Das du hast direkt ein Secret bekommen aus dem ersten Hatch. Was? Hä? Ja, aus dem ersten Egg so ein Müll Anton. Gibst du mir also, was man aus dem ersten Egg zieht? Peinlich. Ich will es jetzt zurückhaben. Nein, nee, ich gib's mir zurück. Du gibst jetzt den Lord Shock zurück. Du gibst jetzt sofort den Lord Shock sind zurück. Leider deaktiviert. Ich bin noch beschäftigt, Victor. Okay, öffnen ich wir will mal meinen Lord Shock zurückhaben. Müll drin. Ist aber ein bisschen laut. Ich mach mal ein bisschen leiser. Du spielst auch mit 5 beim Volume, Digga. Man kann doch übertreiben. Du kannst auch übertreiben. Ja, okay, ich mach leiser. Nee, warte, das kann nicht daran liegen. Sondern Roblox hat sich mal wieder zu laut gestellt. Alles ist richtig. Wenn Roblox sich neu installiert, ist es wieder Lautstärke nicht leiser bei 3. Windows. Okay, jetzt aber, bitte. Ich stehe Lautstärke immer auf 3. Nein. Okay. Es gibt auch eine neue Rarität. Vielleicht kriegst du die ja. Die ist ja auch höher als Secret. Season 2 Crate. 30 Stück? Okay. Gucken wir uns mal an. Du kriegst durch einen Season Pass, glaube ich, fast 100, wenn nicht sogar mehr. Okay, dann gucken wir mal hier rein. Was geht, CCT Busch? Ich habe keine Ahnung, was geht, aber ich möchte jetzt mal das Pet ziehen, das Victor hat, aber in Shiny direkt. Ah, nur Müll. Wie das Victor hat, du hast mein Pet gescammt. Ich habe dir gar nichts gescammt, ja? Du schuldest mir sogar noch Pets. Wie schuld dir Pets? Ja, du schuldest mir Pets, ganz einfach. So läuft der Hase. Leute, einzelne Chat, falls Anton mir Pets schuldet. Hä, erinnerst du dich nicht an früher? Ja, an früher. Ich hab dir dafür den halt für Trio in Shiny gemacht. Level 20. Den hab ich gekauft. Den hab ich auch gekauft. Du hast einen geholt. Ich habe 3 geholt. Ja, und ich hab den Shiny und Level 20 gemacht. Nee, ich hab ihn Shiny gemacht und du hast ihn dann wieder von mir gescammt und Level 20 gemacht. Leute, nee, ich hab den Shiny gemacht. Du hast, nee, ich hab ihn, ich hab einen Videobeweis.
Du hast den von mir dann nachbekommen, um ihn Level 20 zu machen. Dann hast du ihn mir machen. Wiedergegeben. Leute, schreibt in den Chat, wenn ihr euch erinnert. Schreibt mal, ich erinnere. So, jetzt ich erstmal hier genommen. Die Gems abholen. Ich hab einen Sinn in den Chat, falls ihr euch erinnert, Leute. Ja, anhand des Cracks kannst du sehen, was die Seltenheit ist. Ja, ich weiß. Und es ist alles nur Müll, was hier rauskommt. Das ist nur Müll. Ja, was soll ich machen? Ich meine, hier kommt auch schon wieder nur Müll raus. Aber ich krieg jetzt... Müll. Okay. Ja, wir gucken mal nach, was Warte, für Anton, Müll bekommen. Einen Besamilien musst du mir geben. Einen, Anton. Warum? Ich will den Shiny machen für Collection. Ah, der ist so bad, Alter. Den kannst du sofort haben. Der ist echt kacke. Der ist echt kacke. Also, Victor, den kriegst du sofort. Das kommt mir nicht ins Inventar. Oh nein, die Cutes Butterflies sind alle in meinem Inventar. Willst du auch ein paar Butterflies von mir? Das ist ein Wesp. Woher habe ich denn Wesp? Besamilien, warte, bin ich dumm? Oh, warte, nee, den habe ich schon. Ich meinte den Biohazard. Das tut mir leid. Vergiss es. Hier Woher kommt der Wesp? Achievement. Ach so. Ja doch, Achievement. Warte, ich schau kurz nach, welcher der war. Das war der für 5 Milliarden Blöcke. Okay, so, dann gehe ich wieder... Warum hast du 7,6 Milliarden Blöcke abgebaut, Anton? Wie ist das passiert? Oh, easy, einfach ein bisschen bauen. Ah, so. Ich spiele jetzt nie wieder wegen dir. Mike, du hast mich gescampt. So, das nächste Pad ist wieder Müll. So, und das war der Season Pass. Den fand ich ziemlich schlecht. Den würde ich mal einmal restarten. Oder ein Undock All. Komm. Jetzt aber mal was Gutes, oder? Würdest du ihn auch Hashtag bewerten? Nee, Hashtag bewerten ist nicht so mein Ding. Aber jetzt gib mir mal was super overpoweredes in Shiny. Nö, wie wär's mit Nein? Ich will einfach nur das beste Pad, das es gibt, in Shiny ziehen. Das ist ja wohl nicht zu viel verlangt, oder? Ich meine, ich habe den Mining-Simulator-Machern schon so viele Robux gegeben. Ich habe den praktisch ein Haus finanziert. Ja, die neue Rarität, die kann man sich schon gönnen. Es gibt ja neue Rarität, Anton. Ist mir egal. Die kann man sich doch gönnen. Und? Ah, Müll. Okay. Aber es gibt keine Bros mehr, Anton. Ja, die Bros waren auch ein richtiger Bro-Moment. Es gibt irgendwelche, keine Ahnung, was sind das für überhaupt Butterflies, Digga? Das sind auch absolute Bros. Nee, die Bros waren besser, Anton. Hast du noch Bros in deinem Inventar? Die Bros waren stärker als diese Müllpads. Echt? Ja. So ein Müll. So ein Bro-Moment. Ach, komm schon. Bruh. Was will ich denn mit Bizarre Minions? Du weißt schon den Film. Frage an euch beide, was ist besser, McDonald's oder Burger King? Burger King, aktuell. Ja. Früher hat McDonald's geführt, aber jetzt Burger King. Oh mein Gott, Anson! Geh zur Schmiede! Die haben die Farben geändert in der Schmiede! Das muss ich mir angucken, aber erstmal öffnen und... Aale. Aale, du hast Aale bekommen! Nein. Aber komm schon, Rolltreppe... Minion. Ich will keine Minions. Der ist nicht mal gelb. Und sag mir nicht, die grünen Elemente daran sind gelb, nur weil du farbenblind bist, Victor. Das ist grün. Sehr gut. So, jetzt möchte ich aber mal was Gutes. Ja, und... Digga, was soll denn das? Ich ziehe aus dem ersten Ei, ziehe ich so ein Secret-Pad. Und jetzt ziehe ich nur Müll, oder was? So, Season 2-Eck, schon wieder nur Aale. Omega-Lacke-Boost. Und ja, das war's. Der Season-Pass hat mich unglücklich gemacht. Ich gehe jetzt restarten. Und das wär's. Nochmal kaufe ich den nicht. Das ist es mir jetzt nicht wert. Ich gehe einfach mal zurück zur normalen Welt. Victor wollte mir zeigen, dass die Schmiede sich geändert hat. Und zur Schmiede muss ich zufälligerweise gerade auch hin. Zock, 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 sagt Felix. Ja, Mann. Zock, zock, zock. So, in der Schmiede. Ach, der Hintergrund hat sich geändert, die Farbe. Ja, ich ist mir gerade gar nicht aufgefallen. Okay, Bizarre Minions kann ich jetzt einmal hier Shiny machen. Yeah. Habe ich noch irgendwas Cooles zum Shiny machen? Du weißt schon, deine ganzen Cutesies. Ja, die habe ich schon Shiny gezogen. Ja, gut. Dann wird der Rest halt weggeworfen. Oder Leute, schreibt mir mal in... Nicht verschenkt. Nee, komm, die sind so schlecht. Ich wollte gerade sagen, ob ich die verschenken kann. Aber Leute, die Trading freigeschaltet haben, die haben bessere Pets als das. Die machen ja nicht mal Sinn zum Verschenken. Was ist das für ein Müll? Und wie gut ist eigentlich einer in Shiny? Schlecht. Ich lösche die gerade, ohne sie mir anzugucken. Am Ende ist so einer in Shiny so 5000 stark. Dann wären sie wahrscheinlich nicht unter dem... Also nicht direkt über den Cutesy Butterflies, sondern ein bisschen weiter oben zu finden. Das denkst du? Naja. Zeig mir deinen Brabert und ich sag dir, wer du bist. Ich zeig dir meinen Brabert. Ah ne, er wurde umbenannt in Brabert. Brabert. Das ist mein Brabert. Dein Brabert. Das Ding an deiner Brust, wo kriegt man das her, wenn man an Creator Challenges teilnimmt? Wenn du hackst. So. Gucken wir mal, Index, Shiny. Wo habe ich einen Shiny-Index jetzt schon wieder? Ah, hier unten. Ich habe beim Season 2 Act den Shiny-Index voll, weil man dafür nur den Bizarre Minion und Cutes Butterfly braucht. Ja, okay. Natürlich den Secret entscheiden. So, und Season 2 Act habe ich auch durch. Aber warte, der Lord Shock ist das beste Secret. Das bedeutet, das Mystery Egg ist das mit den guten Secrets. Aber es gibt beim Season 2 Egg. Beim Season 2 gibt es aber auch noch eine Rarität über Secret. Und da weiß ich halt nicht, wie gut die Pets davon sind. Die ist halt neu dazugekommen bei dem letzten Update, was ja gestern, glaube ich, rauskam, ne? Ist mir egal. Also ich werde jetzt öffnen. Und hier wird alles gelöscht. Hier wird alles gelöscht, was nicht super gut ist. Ich habe Auto-Delete auf alles. Auch auf die schlechten Legendaries sollte ich eigentlich auch anfangen. Was ist dein aktueller Huge Hellrock-Stand? Ich glaube,
10 oder 11 habe ich. 7000. Ich glaube, ich habe 10 oder 11. 7000. Aber solange ich hier in Mining-Simulator bin, kann ich gerade nicht öffnen. 7000. 7000. Okay, kriege ich jetzt mal was? Gönn mal. Aber Anton, hast du auch eine Roblox-Gruppe? Ja klar, habe ich eine Roblox-Gruppe. Kann man da auch Merch kaufen? Ja klar kann man da Merch kaufen. Siehst du den Merch, den ich trage? Nice. Der ist super teuer. Oh, ich sehe den Merch, den du trägst. Auch die Unterhose. Den kann sich keiner leisten. Wieso nicht? Naja, ich glaube, der fängt bei 69.000 Robux an. Aber wann gibt es endlich eine Stufe über Shiny, Anton, in Minesotter 2? Oha, hast du alle gezogen? Wenn ja, mit einem oder mehreren Accounts. Ja, ich habe alle gezogen und mit einem Account, weil ich habe doch keine mehrere Accounts, wo ich Gamepässe drauf habe. Ich bin doch nicht Victor. Ich habe mehrere Accounts, wo ich Gamepässe drauf habe. Aber ich habe die Daten der Accounts nicht mehr. Als ob du dir Gamepässe kaufst mit Accounts und dir nicht mal die Daten merkst. Nee, ich habe ja zwei Accounts gemacht. Drei Accounts eigentlich schon. Aber ein Account habe ich noch die Daten. Und auf zwei Accounts hier. Die sind einfach weg. Die habe ich die Daten nicht mehr. Ich habe nicht mal die Namen der Accounts noch. Okay, sehr gut. Beide habe ich halt mit für Videos benutzt. Wie viel Luck hast du? Naja, ich habe nicht viel Luck. Ich habe einfach nur viele Gamepässe gekauft in Pet Simulator X. Alle. Und im Schnitt kriegt man da so ungefähr, ja, einen Huge Hell Rock jede ein bis zwei Stunden. Ich habe zum Beispiel auch so circa 7 Stunden, 6 Stunden, vielleicht auch nur 5 Stunden gehatcht. Und habe ja auch zum Beispiel... Wie viele bekommen? Warte. Ich glaube, 2 waren das in Gold. Ich kann ja kurz nachschauen, ganz schnell. Ich habe sogar ziemlich viele hier Rainbow Huge Rocks gezogen. Also wenn das so weitergeht, dann verlose ich auf jeden Fall noch mehrere Huge Rocks. Und falls ihr noch nicht wisst, worum es gerade geht, auf dem Discord-Server läuft eine Verlosung. Dort kann eigentlich jeder teilnehmen. Die Verlosung läuft bis zum 27.07. Und aktuell ist eingetragen, dass es 4 Gewinner geben wird. Ich kann jetzt aber schon sagen, es wird mindestens 5 Gewinner geben. Und wenn ich weiter hatche, wird es auch noch mehr Gewinner geben, die mindestens einen Huge Rock bekommen. Öffnest du die ganze Zeit die goldenen oder die normalen Eggs? Am Anfang habe ich die normalen geöffnet. Die goldenen. Und am Ende habe ich dann die goldenen geöffnet, weil da kommen dann immer mindestens goldene Huge Rocks raus. Ich habe nicht das Gefühl, dass man weniger bekommt insgesamt. Deswegen ist halt, was ich haben möchte, ist einen Gold, einen Rainbow und einen normalen. Habe ich alles. Die farm ich ja gerade momentan zusammen. Mir fehlt noch der Rainbow. Als ob du noch keinen Rainbow hast. Ich habe einfach als erstes einen Rainbow gezogen. Ich habe nicht so viel AFK-Geld wie du. Was hast du für einen PC? Einen großen. Ich hatte früher einen kleinen, aber dann habe ich mir einen großen gekauft. Seitdem funktioniert alles viel besser. Ja, ja, und ich ziehe die ganze Zeit weil nichts. Weil ich eine wunderschöne Prinzessin bin. Das ist das Einzige, was ich bisher gezogen habe, ist dieses eine Epic-Pad hier draus. Und das wurde auto-deleted, weil Epic. Anton, ich hasse dich. Okay. Wir sehen uns später, Anton. Ich werde jetzt meine Haare machen. Wir sehen uns später. Dann werde ich guck gerade, ob eins der Legendaries, die ich gezogen habe, geblieben sind. Aber nee, sind nicht. Okay. Ich möchte noch kurz anmerken, ich habe den Secret vor dem Legendary bekommen. Ja, ich meine, ich habe ja auch das Secret vor dem Legendary bekommen bei dem Game Pass Egg. Ja, bei dem habe ich auch das Secret vor dem Legendary bekommen. Ich glaube, aus meinem 4. Egg oder so. Ich habe 7 Stunden gehatcht und nichts bekommen. Hattest du auch alle 3 Luck Boosts drin? Die machen keinen Unterschied. Doch. Ach so, meinst du da 2? Okay, vergiss es. Ich dachte, du meinst gerade Pets Take, Super Lucky, Ultra Lucky und den Event. Ja, da machen die keinen Unterschied. Da macht es nur einen Unterschied, ob man die Gamepässe gekauft hat. Ja, eben. Pressen wir doch Geld und nicht, dass man einfach spielt. Ja, eben. Gut, Anton, ich hasse dich aber. Ciao. So, Leute, was meint ihr? Wie lange muss ich jetzt noch hatchen, bis ich was Gutes ziehe? Was ich auch behalten kann. Wieso kommt Paul nicht mehr live? Gute Frage. Paul hat die letzte Woche eine Selbstfindungsphase durchgemacht. Jetzt will er wieder anfangen, aktiver Videos zu machen. Das heißt, ihr werdet wieder ein bisschen was von Paul hören. Ich hoffe, er zieht wieder durch. Aber er hat auch andere Sachen noch zu tun. Vielleicht wird er euch davon erzählen, wenn es soweit ist. Aber ich sehe gerade, ich habe wieder irgendeinen Index voll. So, gehen wir mal auf Index, Haustiere und da habe ich jetzt geflecktes Ei durch. Yeah, das ist auch schön an diesen Mystery Eggs, dass man halt jedes Pet hatchen kann. Sorgt auch dafür, dass man jeden Index gleichzeitig macht. Auch wenn man keinen Bock hat, sich die alten Eier zu leisten. So. Victor hat, glaube ich, so nach 1,5 Stunden das Secret gezogen. Dann hat Victor mich angelogen. Ich dachte, 1 Stunde hat er gebraucht. Aber ich möchte jetzt langsam mal hier was ziehen. Ey, irgendein Shiny, das ich nicht brauche. Königspinguin wurde gelöscht. Nice. Harte Zeiten, wenn überall Auto-Delete an ist. Ich möchte einmal wissen, was der Königspinguin ist. Weil der sah eigentlich schon ganz, gar nicht mal so schlecht aus. Also erstmal gucken wir hier wieder alles durch. Aha. Hier, Königspinguin. Okay, war aus dem Eck das beste Pet. Dann ist es nicht gut, wenn es aus dem arktischen Eck ist. Chest-Mimic. Ja, genau, der Chest-Mimic. Ey, ein Eisdoggy, ein Shiny. Der sah gar nicht iced aus. Aber 2 Schleimhunde. Wow. Ich will keine 2 Schleimhunde. Ich will jetzt ein Secret. Aber ich ziehe kein Secret. Können wir eigentlich mal zum Edelstein-Genie gehen? Weil er doch bestimmt mal wieder irgendeine Quest. Ah, ich muss noch ein paar Legendaries hatchen dafür. Na gut. Oder minen und so. Ja, die ganzen Quests, die mache ich aktuell gar nicht, weil ich im Pet-Simulator halt die Mythicals hatche, damit ich möglichst viele verlosen kann, wenn die Verlosung dann vorbei ist. Ich habe die Frage jetzt schon öfter wieder bekommen. Ich habe aktuell, glaube ich, 10 oder 11 Hellrocks. Ich bin mir gar nicht so sicher. Aber wir können nachher mal in Pet-Simulator X reingehen, damit ich euch das zeigen kann. Aber hier kommt nichts mehr. Komm, bitte ein Secret. Please. Bitte nur einer. Oh?
Ein Drache, wow. Das schlechteste Legendary, das es gibt. Ein Dunkeldrache. Wow, das war jetzt schlecht. Ich weiß nicht, wie schlecht ein Dunkeldrache ist. Oh, und? Schon wieder ein Drache. Was will ich mit dem blöden Drachen? Ich weiß, die Chancen, einen Drachen zu ziehen, sind hoch. Aber, Naja, immerhin kriege ich diese Quest von wegen die Legendaries voller. Oh, Chroma Slime in Shiny. Und Müll. Und ich ziehe nochmal Müll. Flammenwisp ist gar nicht so schlecht. Aber an sich brauche ich die alle nicht. Hey, 2 Chroma Slimes. Okay, beim nächsten Legendary, das ich ziehe, breche ich ab, weil ich möchte jetzt nicht den ganzen Livestream hier auf diese Eier glotzen. Das können wir vielleicht machen, wenn wir später Stumblegeist spielen, dass ich das da weiterlaufen lasse. Vielleicht auch Pets und Blatt. Müssen wir gucken, was ihr eher möchtet. Der Dunkeldrache war doch von dem Robux-Eck. Es kann sein, dass es der von dem Eck da vorne war, weil ich glaube, ich habe mir den damals gekauft, obwohl der gar nicht mal so gut ist, ne? Ja, hier, der Dunkeldrache. Aber der ist halt wirklich schlecht. Der ist auch auto-deleted worden, aber naja. Aber seht ihr, man kann auch Free-to-Play Robux-Pads bekommen mit dem Mystery Egg. Und das ist ganz cool an dem Mystery Egg. Aber jetzt kommt bitte ein Secret. Nur eins. Nee, 2 Secrets. Und beide in Shiny. Gib mir 2 Shiny Secrets, bitte. Jetzt ziehe ich ja nicht mal mehr ein Legendary. Jetzt ziehe ich ja gewöhnliche Pads und ab und zu mal episch. Hier, ein episch, ein gewöhnlich. Hallo, noch ein gewöhnlich und ein episch. Und 2 gewöhnliche. Kätzchen, wow. Ziehe einfach gar nichts mehr. Was ist Stumblegeist? Stumblegeist ist wie Fall Guys, halt nur, dass es eine Mobile-App ist. Das heißt, das könnt ihr auf dem Handy spielen. Ist ein bisschen runtergespeckt, ein bisschen einfacher alles. Und man könnte sagen, es ist das schlechtere Fall Guys, aber es ist irgendwo auch besser, weil es hat manche Bugs nicht, die Fall Guys hat. Und es funktioniert halt für Handyspieler und das ist eigentlich auch ganz cool. Ich ziehe gar keine Legendaries mehr. Was ist los? Oh, jetzt und ein Drache. Wow. Na gut, das war's dann mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Bis dann und ciao.